Kinderaugen. Der Aufprall kam hart und plötzlich. Ein Wunder, dass sie sich nichts gebrochen hatte. Und auch Ben war heil geblieben. Nachdem ihre Augen sich ein wenig an die Finsternis gewöhnt hatten, erkannte Dolores, dass sie sich in einer Art feuchten Grotte befand, in deren schlammigen Grund sie mit jedem Schritt, den sie machte, tiefer einsackte. Es stank fürchterlich nach Abfällen und brackigem Wasser. Gerade wollte Dolores ihr nasses Nachthemd ein wenig auswringen, da vernahm sie ein glucksendes Geräusch, gefolgt von einem langgezogenen Schnaufen. »Ein Sammler«, flüsterte Ben. »Wenn er uns entdeckt, sind wir geliefert. Schnell, hinter die Felsen dort!« Dolores mühte sich, knietief im Morast steckend und mit ihrem Teddy im Arm besagten Felsvorsprung zu erreichen. Immer wieder knackte und schmatzte es zu ihren Füßen, so als liefe sie durch zähen Brei. Schließlich erreichte Dolores das Versteck und presste sich so flach es ging auf den moosbewachsenen Stein, als plötzlich ein riesiger Schatten vor ihr auftauchte. Ein Gewirr aus Spinnenbeinen und Fühlern mit einem hässlichen, aufgeschwemmten Gesicht in der Mitte. Die Augen waren von einer eingewachsenen Naht fest verschlossen. Und so tastete und kroch das Monster blind wie ein riesiger Grottenolm durch die Kaverne. Als es direkt neben Dolores Versteck angekommen war, hielt es inne und schnüffelte. Dann wühlte es mit seinen Fühlern im Schlamm und sammelte schließlich mit zufriedenem Zischen etwas auf. Hab ich dich, so klein und kostbar! Dolly sah, wie das Ding etwas Winziges, Rundes mit seinen tastenden Fühlern drehte und wendete. Sie beugte sich ein wenig vor, um mehr zu erkennen, und schließlich sah sie, was sich der Sammler dort mit zufriedenem Grunzen ins blinde Maul stopfte. Es war ein kleines, glänzendes Auge, wie das eines Kindes. Ihr Schrei hallte vielfach von den Höhlenwänden wider. Der riesige Sammler fuhr herum und schob seinen sackartigen Leib auf den Felsen zu. Gierig tastend und schnüffelnd kam er näher. Da ist jemand. Komm heraus. Ich kann dich riechen. Denk schnell an etwas anderes, flehte Ben. Ganz egal was. Doch Dolores konnte nicht denken. Sie starrte wie hypnotisiert auf den riesigen Schatten, der sich vor ihr aufgetürmt hatte und langsam nach ihrem goldenen Haar griff. »Wir sind verloren!« schrie es aus Bens Bauch. Die Fühler des Sammlers waren nur noch wenige Zentimeter von Dolores Gesicht entfernt. Sie verlor das Bewusstsein.